Shalom, shalom. Heute geht es um ein Gleichnis vom Sämann. Ich habe schon vorher mal darüber gesprochen, aber das sind heute die Unterlagen von einer lieben Schwester im Herrn, Katleen, Waal, auch ein Mitglied der Gemeinde in Pforzheim, Strahlen der Freude ist. Und da lese ich euch jetzt aus Markus 4, 1 bis 20 und Matthäus 13, 1 bis 23 vor. Und wieder fing er an, am See zu lehren. Und es versammelt sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, sodass er in ein Boot stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land, und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen in seiner Lehre: Hört! Siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sprosten auf und erstickten es. Und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs. Und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen, und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und er spricht zu ihnen: Begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Der Sämann ist der Säter das Wort. Die an dem Weg aber sind, die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn die das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind, die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort Gottes gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60 und eines 100. Also das Königreich Gottes war das Hauptthema von Jesu Lehrdienst, als er auf der Erde lebte. Jesus hat meistens Gleichnisse benutzt, um über dieses Thema zu lehren. Obwohl Jesus diese Gleichnisse als Geheimnisse seines Gottes beschrieb, hat er gleichzeitig klar gemacht, dass wir durch ihn und seine Lehre das Reich Gottes erkennen sollen. Er wollte damit sagen, eine Voraussetzung, um in das Reich Gottes hineinzukommen, ist, dass wir ernsthaft nach der Wahrheit suchen. Dazu gehören ein offenes Herz und eine demütige Haltung. Jesus erklärt uns in diesem Gleichnis, dass unser Herz der Boden ist, worin Gottes Wort als Saat gesät wird, damit das Reich Gottes wie eine Pflanze in uns wachsen kann. Jesus beschreibt vier verschiedene Böden, die ein Bild für den Zustand unseres Herzens sind. Das vierte Bild ist der einzige Boden, wo die Pflanze des Königreiches Gottes wächst und Frucht bringt. Interessanterweise ist die Menge der Früchte nicht wichtig. 30, 60 oder 100-fach. Sondern nur die Aussaat an sich und die Fruchtbarkeit des Bodens. Das zeigt uns, dass das Leben im Reich Gottes nicht durch gute Werke oder eigene Anstrengung zu erreichen ist. Es kann sogar denen gehören, die geistlich arm sind, wie Jesus in seiner Bergpredigt gelehrt hat. Glückselig sind die geistlich Armen. Denn ihrer ist das Reich der Himmel, Matthäus 5, 3. In diesem Gleichnis über das Reich Gottes geht es um den Zustand unseres Herzens. Die Auswirkungen auf unser geistliches Wachstum und die Fruchtbarkeit.
Nicht umsonst sagt der Herr in seinem Wort: Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. So wie dein Herz ist, so wirst du Gott erkennen. Jetzt die Pflege deines Herzens. Wenn wir das Königreich Gottes in uns haben wollen, müssen wir unser Herz wie einen Garten pflegen. In diesem Gleichnis sehen wir drei Bilder von ungepflegten Böden und die Konsequenzen daraus im Vergleich zu unserem Herzenszustand. Wir können sehen, dass diese drei Bilder uns als Warnung gegeben werden für das, was passieren wird, wenn wir den Boden unseres Herzens nicht pflegen. Wir nehmen an, dass das Königreich Gottes nur in unsere Herzen kommen kann, wenn es so wie im vierten Bild gepflegt ist. Dort wird das Wort Gottes angenommen, wächst und wird fruchtbar. Wie pflegen wir unser Herz? Erstens, das Herz sollen wir sauber halten durch Erkenntnis der Sünde. In 1. Johannes 1, 8 und 9: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, wir können uns selber nicht ändern. Eigene Anstrengung ist nicht genug. Uns zu demütigen und unsere Sünde zu bekennen, ist der einzige Weg, unser Herz sauber zu halten. Nur Jesu Blut kann uns von allen Sünden reinigen und befreien. Durch ihn allein werden wir gerecht vor Gott, um in seinem Königreich zu leben. Jeden Tag sollen wir im Gebet unser Herzen vor Gott bringen, ihn die Sünden aufdecken lassen und um Verzeihung bitten. Dies wird auch die demütige Haltung in uns bewahren, die wir brauchen, um uns von ihm verändern zu lassen. Wir lieben auch nicht, was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren, macht uns entweder bitter oder besser. Und das Einzige, was sich ändern muss im Englischen, bitter oder better, ist der Buchstabe I. Und I heißt auf Englisch ich. Veränderung ist im Reich Gottes für uns, Reich Gottes Bürger, täglich drin. Ja. Also erstens das Herz sauber halten und beten: Herr, zeig mir, offenbare, wo in mir noch Wege der Pein sind oder wo ich noch falsch denke, wo ich falsche Prinzipien verfolge in meinem Leben. Ihr Lieben, wir müssen unsere Herzen täglich erneuern durch das Wort Gottes. Lies im Wort Gottes und sei offen. Es ist keine Verdammnis, es ist eine Freisetzung. Zweitens, das Herz weich halten durch Gemeinschaft. Im Hebräerbrief 3, 12 bis 14: Habt Acht, ihr Brüder und Schwestern, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an dem Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Ich war viele Jahre alleinstehend und habe viele Jahre alleine eine Wohnung gehabt und ich wollte nicht eine verzopfte alte Jungfer werden und so habe ich mir immer Frauen eingeladen, mit mir zu wohnen. Und ich garantiere euch, nach 3-4 Monaten frühestens oder spätestens habe ich gesagt: Herr, warum habe ich mir das wieder angetan? Wir lieben diese Mysterien, wir wollen alle unabhängig sein und dann sind wir einsam. Ich war nicht einsam, aber diese Menschen haben mir geholfen, mir mein Herz zu zeigen, einen Spiegel zu geben. Und meistens, oder nicht meistens, immer, was mich an ihnen gestört hat, war mein eigenes Problem. Und so konnte ich wirklich vor Gott gehen und sagen: Herr, das hat mich wieder gestört und deshalb muss es in mir sein. Reinige mich davon. Also jeder von uns braucht Ermutigung. Es sind die Ermutigungen im täglichen Leben, die unser Herz hart machen. Es sind die täglichen Entmutigungen im täglichen Leben, die unser Herz hart machen. In der Gemeinschaft hören wir das Wort Gottes und Zeugnisse von seiner Güte und Gnade.
Dort empfangen wir Liebe und erfahren Fürsorge und Gebet. Das tut uns gut. Unser Herz wird weicher und empfänglicher für sein Wort. Drittens, das Herz bewässern durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wartet auf unsere Einladung. Wenn wir Gott von ganzem Herzen anbeten und Jesu Namen hochheben, ist das die Einladung für ihn, in unsere Herzen hineinzukommen und zu wirken. Der Geist Gottes fließt von dem Thron des Königs aller Könige wie ein Wasserstrom, um unsere Herzen zu beleben. In Offenbarung 22,1-2 lesen wir, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. In Epheser 5,19 lesen wir in Kolosser 3,16, redet miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Diese drei verschiedenen Formen von Liedern, die in dieser Reihenfolge zweimal in der Bibel erwähnt werden, nämlich Psalmen, Lobgesänge, Halleluja. Zeigen uns, wie unser Herz eine große Rolle in der Anbetung Gottes spielt. Wir sollen in unserem Herzen dem Herrn singen und spielen, nicht nur mit unseren Lippen und Händen. Diese Lieder sind es, die den Heiligen Geist zum Wirken einladen. Die geistlichen Lieder sind dann höchstwahrscheinlich die Lieder, die von unserem Geist und dem Heiligen Geist ganz spontan gesungen werden. Entweder handelt es sich um Lieder in verschiedenen verständlichen Worten oder in Zungen, wie sie der Heilige Geist uns gibt. Diese Art von Liedern bauen uns in einer besonderen Weise auf und errichten den Thron Gottes in unserem Herzen. Ich weiß nicht, ob das euch schon passiert ist, aber ich mache, wenn ich so manchmal spontan aufwache in der Nacht, höre ich, wie es in mir singt. Und ich höre meinem Geist zu, wie er mit dem Heiligen Geist anbetet. Alle die kleinen Kinder, die um mich herum sind, in der Freizeit beim Spielen singen die Loblieder. Oft noch verwechseln sie die Worte, aber sie preisen und loben den Herrn. Viertens, den Boden des Herzens durch Ausharren vertiefen. Geduld, ihr Lieben, Geduld. Und Geduld ist in unserer Zeit nicht groß geschrieben. Aber Geduld brauchen wir im Reich Gottes. Schwierigkeiten, Leiden, Schmerz und Trauer gehören zum Leben in dieser Erde. Wir sehnen uns nach dem Tag, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich im Sichtbaren in Erfüllung bringt. Dann werden diese schrecklichen Dinge ein Ende haben. Und dennoch kann das Ausharren durch Schwierigkeiten, Leid, Schmerz und Trauer auch eine starke positive Wirkung in unseren Herzen haben und Wachstum hervorbringen. Es ist, als ob unser Herzensboden durchs Ausharren tiefer aufgelockert wird, damit das Wort Gottes tiefere Wurzeln schlagen und die Pflanze des Glaubens in unserem Herzen kräftiger wachsen kann. Mir hat einmal ein Landwirt in mein Poesiealbum geschrieben, als ich noch ein Kind war, wenn Gott neue Offenbarungen gibt, wird er tiefe Furchen in meine Seele ziehen, wie ein Bauer, der fruchtbare Felder machen möchte, tiefe Furchen zieht. Ja, Leiden kann unser Leben entweder bitter oder besser machen, das hängt von unserer Beziehung zu Gott ab. Wenn wir Gottes Hand halten und ihm vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen, warum wir durch ein finsteres Tal gehen müssen, wird er uns durchtragen und sogar stärken. In Römer 5,3-5 lesen wir, wir rühmen uns auch in den Drangsalen. Halleluja! Kannst du nicht sagen, Vater, verstehen, du es nicht mögen, du ihn nicht gebeten, aber auch nicht dafür, aber du hast es zugelassen und so danke ich dir dafür. Ich nehme es an aus deiner Hand und ich vertraue dir, dass du da was Gutes draus machst. Er tut es. So, wir rühmen uns auch in den Drangsalen, weil wir wissen, dass die Drangsal Standhaftigkeit bewirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben worden ist. Ja, also was bewirkt jetzt diese Pflege unserer Herzen? Ich will die Punkte nochmal ansprechen. Erstens, das Herz sauber halten, indem wir den Herrn bitten, dass er uns zeigt, wo da noch Wege der Pein sind, wo da noch Sünde ist, wo wir noch nicht so sind, wie Jesus ist. Zweitens, das Herz weich halten durch Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Drittens, das Herz bewässern durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Ja, fang an, den Herrn zu loben, alle Zeit. Mein häufigstes Gebet ist Danke, Vater. Danke, 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 Vater. Das nächste ist den Boden des Herzens durch Ausharren vertiefen. Geduld, dranbleiben, dranbleiben. Wie ich mich den ersten Garten bekommen habe und ich mit Freuden gesät, und da ist nichts aufgekommen. Tagelang bin ich jeden Tag schauen gegangen, ist nichts gekommen. Weil habe ich gesagt, also da hat jemand entweder meine Sämann ausgegraben oder die Vögel haben es gefressen oder die Ameisen. Und da kommt nichts. Dann hat mir die Person gesagt, du, es braucht Zeit, um zu wachsen. Gib Gott Zeit. Und dann kam es. So möchte ich jetzt allen meinen Kindern ein Stück Land geben, wo sie selber pflanzen dürfen, um diese Prinzipien hautnah zu lernen, zu säen. Und dann kommt eine Zeit, wo Gott arbeitet. Da darfst du dich nicht mehr um die Saat kümmern. Und dann kommt die Ernte. Und dann wirst du dann sterben. Aber ich muss euch leider sagen, schlechte Samen bringen auch eine Frucht, eine schlechte Frucht. So bewahre dein Herz für gute Samen. Also andere werden das Reich Gottes durch unser Leben erkennen und dadurch zum Glauben kommen. Ich freue mich jedes Mal, wenn mir jemand sagt, ich möchte eigentlich, was du hast. Das ist für mich das schönste Kompliment, weil sie dann erkannt haben, dass ein Stück Jesus in mir offenbar wurde. Dann die Frucht des Geistes, das lesen wir in Galater 5, 22 bis 23, wird wachsen und sich in unserem Leben vermehren, Glaube, Hoffnung, Liebe und so weiter. Und Jesu Gebet für uns hier in Johannes 15 wird erfüllt. Wir werden Frucht, mehr Frucht und viel Frucht hervorbringen. Dadurch den Vater verherrlichen und wahre Jünger sein. Ich bete schon jahrelang, Vater, kannst du mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf Null reduzieren. Das tut er gerne, damit er alles werden kann. Aber, und es ist der beste Aberglaube, verherrliche deinen Namen. Mach mich zum Segen für viele und schenk mir Freude, die ich geben und nicht geben kann. Shalom, shalom.